Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem ersten Game Report. Ja, die war ja angekündigt worden, dass wir mehrere Spiele testen und ihr dann entscheiden könnt, ob daraus ein Let's Play gemacht werden soll. Ich habe jetzt als erstes Spiel einfach mal World of Tanks ausgewählt, weil es mir in der Werbung ins Auge fiel. Ich glaube, auf RTL war das oder sowas. Auf jeden Fall fiel es mir ins Auge und ich habe mir gedacht, ja, Free-to-Play-Spiel können ja ganz interessant sein, gucken wir mal rein. Ja, ich habe das 5-6 Tage gespielt, habe ein bisschen was freigespielt, damit ich euch ein bisschen was von diesem Spiel zeigen kann. Ich habe hier von Stufe 1 bis Stufe 4 auch Panzer da, die ich euch zeigen kann. Die Panzer sind halt in Stufen eingeteilt. Das hier ist zum Beispiel der Anfangspanzer der Deutschen. Das hier wäre ein Stufe 4 Panzer der Engländer. Die können natürlich nochmal speziell verbessert werden und so weiter hier im Forschungsmenü. Das ist der Panzer an sich eigentlich, das ist der Vorgänger und dann kann man hier halt so Krams erforschen, muss man erst und dann kann man das kaufen und so weiter und so weiter. Hier kann man halt einsehen, die Länder, was die für Panzer haben. Das ist so die Panzerreihe, hier steht drüber, welche Nummer, also welche Stufe das ist, hier steht das Land drüber. Ja, wir haben hier China, Frankreich, Deutschland, England, Amerika und die UdSSR, also die Sowjetunion. Ja, wir sehen hier eine ziemliche Vielfalt an Panzern, die wir eigentlich überall zu sehen bekommen, abgesehen erstmal von bei China. Und bei Frankreich ist auch ziemlich wenig da, aber bei China ist recht wenig da. Aber naja. Wir werden jetzt einfach mal ein Testmatch machen, um zu gucken, damit ihr einen kleinen Einblick in das Spiel bekommt. Denn ihr müsst ja auch irgendwas von dem Spiel sehen, um es zu beurteilen. Ja, und wir haben auch schon ein Gefecht gefunden. Hier sehen wir jetzt aufgelistet links die Namen, dann rechts daneben der Panzername und dann noch ein Symbol, wie der Panzer etwa aussieht von der Größe her und so weiter. Auf der anderen Seite das gleiche. Unten die Ladebalken. Ja, und wir sind im Spiel. Das Ziel ist es, alle gegnerischen Fahrzeuge zu zerstören oder die gegnerische Basis einzunehmen, die unten rechts auf der Minimap als rote Flagge markiert sind. Wir sind natürlich bei der grünen Flagge. Ja. Und wir müssen das halt einnehmen. Wir sehen hier unsere Kameraden. Das hier ist irgend so ein Russe, das ist ein Ami. Könnte ein Franzose sein. Und wir fahren jetzt einfach mal im Hinterhof los. Unser Panzer, der dritte Anfangspanzer, habe ich schon erwähnt, ist bereits voll aufgerüstet. Man kann hier auch Bäume und sowas umfahren, also es ist auch nicht unbedingt einseitig. Ja, und da ich diesen Map kenne, kann ich etwas vorwegnehmen, dass gleich hier um diesen Hügel gekämpft werden wird, weil dieser Hügel eigentlich eine ziemliche gute Stellung bietet, mit, von der aus man in die gegnerische Basis vordringen kann, weshalb beide Teams eigentlich meistens um diesen Hügel kämpfen. Unser amerikanischer Freund hier fährt schon vor. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, da kommen auch schon die ersten Gegner. Da haben wir gleich noch einen Sohn genommen beim Rechtsklick. Da haben wir übrigens 5 Fuß im Lauf. Die Gegner können wir auch nacheinander alle abschießen können. Da haben wir ein bisschen was abbekommen, aber halb zu wild. Hier stehen zum Beispiel auch diese anderen Fahrzeuge rum, so random Fahrzeuge stehen hier rum. In blau markiert, in rot meine ich, Entschuldigung. In rot markiert sind hier unsere Gegner, in hier unsere Teammates. Ja, und wir sind jetzt hier auf diesem Hügel und wir sehen hier schon da hinten die rote Flagge stehen. Also das Zeichen sind taktische Teams und ja, wir können unsere Gegner auch ganz gut sehen, denn mit einem Radarkram ausgestattet. Der ist abgeprallt. Ich habe gehört, der Schuss ist abgeprallt. Leider sehen wir ihn noch jetzt nicht mehr. Aber er sieht uns, wie es mir scheint. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie böse erwischt. Er sagt, dass wir sie böse erwischt haben. Ich glaube es ja selber nicht so ganz. Ziemlich viel Leben prozentual gerechnet. Das geht hier nämlich messen in Prozent. Unten links sehen wir natürlich auch eine Lebensanzeige. Und auch für die Teammates ist es in Prozent angegeben. Das liegt auch
wie hier zum Beispiel 100% oder 0%. Wie sieht das für die Gegner bei uns auch aus? Ja. Und wir führen 5 zu 0 von der Team-KD her. Jetzt führen wir 6 zu 0. Es geht voran. Wir sind anscheinend an beiden Fronten auf der Vormarsch. Der Hügel gehört bereits uns. Ja, und wie ich so viel Zeit habe, der Hügel bietet diese besagte Vormachtstellung, mit der wir jetzt hier das Match eigentlich gewinnen könnten müssen. Wenn unsere Leute jetzt nicht zu dumm sind, was ich jetzt mal nicht hoffen will. Gelaufen. Wir haben einen Schuss in den Motor bekommen, dieser war darauf nicht mehr funktionstüchtig und dann haben wir auch den nächsten Schuss bekommen. Kam irgendwo dort hinten von dem Typen oder einem anderen, da hinten aus den Bergen auf jeden Fall. Das ist halt das Problem, wenn man keine Deckung hat. Wir waren jetzt zu weit vorgefahren hier und sehen, unser Panzer ist sehr schön explodiert, brennt auch noch. Ja, er versucht uns zu bewegen, zeigt er uns auch an, bewegungsunfähig, weil Panzer zerstört. Ja, und wir können aber jetzt durchaus mal bei den Teammates gucken. Wir hören auch, was bei denen im Funk gesagt wird. Beziehungsweise nicht im Funk, sondern was denen von ihren Leuten wieder gesagt wird. Und können also rumgucken. Die Gegner kann man nicht sehen, was natürlich auch einen Sinn hat, weil sonst könnte man ja einfach Teamplay machen mit ihm und Kumpel. Zum Beispiel könnte ich mir dafür den Aurentius nehmen und mit ihm zusammen spielen und ich würde dann einfach nicht töten lassen und ihm sagen, wo die Gegner sind, aber das geht hier nicht. Weil das ja unfair wäre, wie ich ja gerade schon erläutert habe. Ich bin auch ruhig bei ihm ein bisschen, aber ist ja egal. Vermutlich ist es euch schon aufgefallen, aber der Aurentius ist hier nicht dabei, in diesem Teil. Das liegt ganz einfach daran, dass er kein Interesse an diesem Spiel hat. Ich eigentlich auch nicht wirklich, aber ich wollte mal gucken, wie es bei euch ankommt. Also naja, wir sehen hier so zu gewinnen. Ich werde euch einfach mal ein bisschen mehr erzählen. Weil es hier nicht so interessant ist wie die Rundfahren, weil man selbst nichts dazu sagen kann, weil man nicht weiß, welche Taktik die anderen verfolgen. Ja, es ist halt hier ein Spiel, in dem es darum geht. Ja, wir haben gewonnen. Es ist halt ein Spiel, in dem es darum geht, das gegnerische Team auszuschalten mit seinem Panzer. Man kann die Panzer entwickeln. Und so weiter. Wir sehen hier auch nochmal angezeigt, was wir geschafft haben. Wir haben nämlich seine Kette beschädigt vorhin, den Typen, den wir getroffen haben im Busch. Hier steht, dass wir seine Kette beschädigt haben, haben aber angeblich keinen Schaden gemacht. Aber okay. Ach, wir werden jetzt aber nochmal ein Match machen, und zwar mit dem großen Panzer. Einfach um euch da auch nochmal zu zeigen, den Unterschied. Ja, und wir sind auch gleich wieder ins Spiel reinbekommen. Also dieses Spiel ist eigentlich ein Mittelding. Es ist nicht das beste Spiel, es gibt wesentlich besseres, aber es ist auch wiederum Geschmackssache, ob man dieses Spiel nun mag oder nicht. Kommt halt ganz drauf an, was derjenige allgemein mag an Spielen oder sonstigen Kram. Also wenn man das Spiel mag, lohnt es sich durchaus das zu spielen. Dann wenn man auch allgemein das von der Thematik her mag, dann würde es sich sicherlich lohnen, das zu spielen, aber wenn man sich mit sowas nicht auseinandersetzt, finde ich es auch recht sinnlos, so ein Spiel zu spielen. Aber ja, das ist halt Geschmackssache, jeder entscheidet es, ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Ob ihr spielen wollt, ist natürlich eure Entscheidung, alles was ich hier mache, ist euch das Spiel zeigen. Ihr könnt nicht dazu euer eigenes Bild machen, könnt für euch sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Ich finde, es ist ein mittelmäßiges Spiel, lohnt sich halbwegs, das zu spielen. Ist nicht unbedingt aufregend, aber naja. Man kann nicht alles haben. Natürlich grafisch sehr schön gemacht. Auch teilweise recht detailgetreu gemacht. Auch viele verschiedene Karten gibt es. Natürlich ist es wie bei jedem anderen Free-to-Play-Spiel auch so, dass man bestimmte Dinge nur mit echtem Geld kaufen kann, aber das ist eigentlich bei jedem Free-to-Play-Spiel so, weil so finanzieren die sich schließlich. Ich meine, wenn sie ihr Spiel nicht verkaufen, müssen die ja irgendwie anders Geld reinholen. Und deswegen kommt man hier halt auch nur bedingt weiter, wenn man dafür nichts bezahlt. Und wir befinden uns hier in einer ziemlich schlechten Lage, weil wir auf freiem Feld fahren, gegenüber von zwei Feinden, ohne jegliche Deckung. Das ist natürlich jetzt totaler Bullshit. Einen haben wir jedoch jetzt im Visier.
glaube ich. Haben wir ihn. Feuererlaubnis erteilt. Ja, das muss wehtun. Punkt, ne? Da hätte ich normal mehr besser getroffen. So. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wir haben ihn übel erwischt, wie der Wertecomputer jetzt sagen würde. Wir haben ihn zerstört. Oben links steht es auch angezeigt. Wir haben einen Kill. Und jetzt suchen wir noch weiteren Gegnern. Hier war einer, aber der ist anscheinend auch schon irgendwie gefallen. Man möge mir erklären, wieso. Ich weiß nicht so ganz. Irgendwann noch am Leben, aber das soll nicht meine Sorge sein. Solange wir ein gutes Spiel abliefern, kann man das eigentlich durchgehen lassen. So, wir sind jetzt hier auf diesem Berg, natürlich wie immer eigentlich schon ohne Deckung. Aber wir haben einen Gegner im Auge. Und wir haben einen Schaden auf ihn. Und bis jetzt scheint er es nicht mal bemerkt zu haben. Oh doch, jetzt dreht er. Aber wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir noch mal einen. Wir fahren jetzt ein bisschen. Er schien bewegungsunfähig zu sein. Jetzt auch zerstört, zwar nicht durch uns, aber wir hatten daran maßgeblich Anteil, möchte man so sagen. Ja, es steht momentan 3:3. Ein etwas längeres Match im Vergleich zum letzten. Könnte daran liegen, dass hier wesentlich erfahrenere Spieler mitspielen, weil wir erinnern uns, im letzten Match hatten wir einen Stufe 1 Panzer, das ist ein Stufe 4 Panzer. Das heißt, wir haben diese ganzen Anfänger hier nicht drin und wir kriegen hier schon erstes Bomber. Ich bin einfach schon gleich was abbekommen. Der ging nicht durch. Ziel verloren. Und unser Kollege da oben hat mich für uns getötet. Wir stehen hier unten. Ziemlich ungünstig, weil wir hier nicht wegkommen. Weil nämlich hier vorne der nächste Gegner auf uns wartet. Aber wir haben da oben unseren Kollegen noch, der es hoffentlich regelt. Wir haben jetzt drei Gegner hier angezeigt, vier Gegner angezeigt. Ich weiß nicht, ob sie auf unserer Seite sind, also auf unserer Seite der Schienen, aber aufgrund der Bewegung der Markierung zu urteilen, sind sie es nicht. Ja, unser Panzer rückt hier den Hügel runter. Und es scheint so, als würden wir feststecken. Ich werde mal kurz beschleunigen, aber Tatsache, wir hängen hier unten fest. Um nochmal auf die Detailreichheit zurückzukommen, wir sehen hier die Einschusslöcher, die wir bekommen haben. Frontal zwei Stück. Finde ich ein bisschen komisch, weil wir seitwärts gefahren sind, aber an sich keine schlechte Idee, das so darzustellen. Und da vorne hat wieder einer erwischt. Er steht jetzt mittlerweile 6:9 gegen uns. Und wir müssen gucken, dass wir aus diesem lästigen Graben hier rauskommen, in den wir eben reingerückt sind, um uns zu schützen. Natürlich hoffen, dass wir nicht direkt irgendwas gut bekommen. Wenn wir hier rauskommen. Könnte nämlich tödlich sein, da wir nur noch sehr, sehr wenig Leben haben. Aber wir werden jetzt einfach mal versuchen, was wir können, und wir direkt mal in die gegnerische Basis reinfahren. Es wird uns vermutlich das Leben kosten, aber wir werden noch Glück haben und niemand ist hier, um uns zu verteidigen. Wir werden hier schon massiv gewarnt von unseren Teamkollegen. Wir sind erledigt. Das ist das, was ich gesagt habe. Hier steht ein deutscher Panzer im Busch. Dort, wo wir gewarnt wurden, auch schon von unseren Teamkollegen. Da hinten steht er. Hier ist nicht mehr sichtbar, aber dort vorne im Busch, wo wir gerade drauf zeigen, da konnten wir natürlich nicht wissen. Aber naja. Ja, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in dieses Spiel bekommen. Ob es euch gefällt, müsst ihr im Endeffekt selbst entscheiden. Ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, aber ist ja auch total egal. Wir werden jetzt einfach mal hier mit diesem schnellen Knopf namens Escape in die Garage oder ins Hauptmenü zurückkehren. Wir sehen noch, unser Fahrzeug ist noch im Gefecht, also wir können es noch nicht wieder benutzen. Aber okay, das war es dann erstmal von mir jetzt wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr kamt mit diesem Video zurecht, konntet euch eine Meinung bilden. Es wäre schade, wenn nicht, aber wir nehmen natürlich auch positive sowie negative Kritik an. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Palamon.